So, liebe Leute, hallöchen und willkommen zu einer weiteren Runde von Yoshi Sunshine. Also Mario Sunshine. Und wir wollen jetzt noch die letzten Münzen hier in Monte Bianco suchen. Damit wir dann endgültig sagen können, ey, wir haben alles hier fertig gekriegt. Und weil dann ist nämlich Monte Bianco, glaube ich, auch zu 100% abgeschlossen, weil wir dann halt wirklich alle blauen Münzen haben. Wir haben alle Dinger, die wir brauchen. Und ja, dann bin ich, glaube ich, auch sehr zufrieden. Also ich bin dann sehr zufrieden mit dir. Weil wir dann wirklich alles haben, was wir brauchen. Zack, aufgesnackt. Und Monte Bianco ist dann auch zu 100% abgeschlossen, glaube ich dann. Also alle Bananen. Zack, 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 zack. Nee, das da müssen wir aufmachen. Das muss man. Nein. Aua, Yoshi! Komm her! Yoshi, komm her! Ich hab gesagt, Yoshi, komm her! Ja, hallo! Ist ja gut jetzt! Yoshi! Hä? Achso, warte mal! Ich hoffe, ich geb das dann los. Na los, geh ab! Ja, Yoshi, komm her. Nein, lass mich in Ruhe, ich will zu Yoshi. Yoshi, wo bist du? Da. Komm mal her, ja. Ja, hallo, ist er gut jetzt? Ich will nur Yoshi haben. Jetzt komm her. Wo bist du? Oh, komm her, du kleines Mistviech. Komm her. Yes, wir haben alle. Wir haben alle Münzen dieser ersten Welt. Ist das geil? Ja, ich find's cool. Ich find's klasse. Ich hab alle. Und dann nochmal ein schönes Leben. So, damit können wir diese Welt für immer verlassen. Wir haben alle 100. Alle 5, alle 30 blauen München gesammelt. Falls ich noch welche vergessen sollte, sagt mir Bescheid. Und das wäre cool. Also los. Also raus hier aus der Welt. Gruß verlassen. Wir haben auch alle Münzen. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann würde ich sagen. Oh! Du hast ja noch was! Du hast ja was für mich. Das nehme ich gerne. Das nehme ich. Gib das her. Das brauchst du nicht. Du hast keine Düse. Komm her mit meiner Düse. Mann, Mario, mach den Slipslap. Slipslap. Ja, mach den Slipslap. Slipslap. Und zack, rummer. Kurznachrichten. Der geheimnisvolle Mützenmann wurde wieder mal gesehen, wie er mit einer Art Maschine gesehen. Er ist zugleich der Hauptverdächtige im Fall Prinzessin Peach. Gib mir das Ding! Danke! Mist, ich war kurz davor, den Pyromo-Sprint einzusetzen! Bläh! Danke! Jetzt können wir auch die Düse hier in der ganzen Oberwelt einsetzen. Juhu! Und holen wir erstmal noch kurz was. Und zwar eine blaue Münze! Boom! 96. Wir nähern uns wirklich langsam den 100 und dann kriege ich ganze und schreibe 10. Ihr wisst schon. 10 Insignien der Sonne. Ist das nicht schön? So, dann kriege ich gleich nochmal die nächste Düse. Und dann zack! Und hallo Insignien der Sonne! Sonne! Und 31 sehe ich. So. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt nochmal den Platt, weil jetzt kommt er nochmal. Und hat die nochmal die nächste Düse für uns, die Raketendüse. Damit kommen wir nämlich auch in die Welt 6, glaube ich. Das ist, glaube ich, die Welt 6. Wow. Jo. Das ist die Welt Nummer 6. Die Welt Nummer 6, da kommen wir rein. So, wenn wir die dann haben, dann können wir eigentlich, wo sind wir bei Fenrir? Hier war auch noch blaue Münze gewesen. Ich kann da, glaube ich, 3 ganze Insignien holen. Kann das sein?
Wo willst du eigentlich mit dem Ding hin? Das brauchst du noch gar nicht. Habe ich schon mal gesagt. Kommst du zu wieder? Ey, kommst du mal wieder zurück? Haha, das kann ich auch anders. Dankeschön. Mist, ich war kurz davor, den Raketensprung einzusetzen. Was willst du damit? Du kannst das gar nicht. Das kann nur ich. So, was holen wir uns denn jetzt eigentlich? Holen wir uns einen leichten Stern, der hier gleich in der Nähe ist? Ja, das ist gleich. Ich kann ja nicht gleich zwei holen. Ah, dann holen wir hier. Komm, machen wir das hier. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da ist er. Der Geheimstern von Isla Delfino. Wuhuhuhu. Der ist ja nicht so geheim. Ey, da war der nicht oben gewesen? Okay. Holen wir uns halt den hier. Der hätte ich ja schon längst ranken können. Scheiße! Egal. So, und Feuer! Und den Schaden noch abpassen. Und wir haben die 32! Yes! Geil. Das freut mich. So, jetzt kommen wir uns gleich noch ein Sterni. Ein Sterni-Sternchen. Sogar, wir können uns sogar mehr holen. Wir können uns 1, 2, 3, 4! 4 NS Isla Delfino holen. Und nochmal eine Münze. Wie geil ist das denn bitte? Und das alles nur in diesem einen Part. Leute, ist das nicht geil? Ist doch voll Knorke, oder? Was wir alles holen können. Wir können so viel holen. Ist das nicht toll? Fangen wir erstmal an mit den Glocken. Die Glocken von Isla Delfino sind wieder erstrahlt. Die hört man wieder. Cool, komisch, ich mache eigentlich die Außenfassade und irgendwie geht die innere Fassade irgendwie auf. Zack, dankeschön. Die Insignie der Sonne Nummer 33. So, mal gucken. Und jetzt hört man auch wieder, wenn die jetzt gereinigt sind, dann hört man die wieder. Nein, Mario, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich gerade nicht gesehen, was du gerade gemacht hast. Ach man. Ich will hier nicht immer rein. Und hör auf, immer so komische Gucken. Nochmal. Hoch bitte. Ich habe gesagt, wir wollen jetzt hier noch ein bisschen was schaffen in diesem Part, Mario. Da musst du auch mitmachen. Und Feuer. Und ah nee. Komm, reicht noch mal ein. Und Insignie der Sonne. Scheiße. Und nochmal Insignie der Sonne. Scheiße. Och nö. Das kann doch nicht wahr sein. Nochmal. Und nochmal Insigne der Sonne. Und Wupsi. Nein. Und Wuppi. Nein. Geh mal hier bitte zur Ecke. Ich hab gesagt zur Ecke. Die 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 Ecke. Super. Nein, nicht runterfallen! Ach, Mario, Meta, ey. Mario, mach doch mal das, wofür du geboren worden bist. Und das Thema hatten wir schon tausendmal, aber das machst du jetzt. Halt stehen bleiben! Ich hab doch gesagt, du sollst stehen bleiben! Du sollst bitte diese scheiß Insignie holen, das kann doch nicht so schwer sein. Das stimmt. Ich hab gesagt, du... Alter, willst du mich verarschen? Wie du mich verlacken. So, und hier bitte stehen bleiben. Stimmt. Ey, der war die ganze Zeit da stehen, ist die ganze Zeit da stehen geblieben. Warum bleibst du jetzt bitte da nicht stehen? Du bleibst jetzt da stehen, du Arsch. Von einem Klempner. Los, zack. Ey, Leute. Ihr habt die ganze Zeit gesehen, dass Mario sich da hingestellt hat und der hat die Insignie nicht eingesammelt. Warum? Weil er wieder mal ein Arschloch ist und mich mal wieder mal trollen wollte. So, jetzt bleibst du da bitte hängen. Dankeschön. So, jetzt sammelst du diese scheiß Insignie ein. Was war daran jetzt bitte so schwer? Boah, meine Fresse. Es kann doch wohl nicht so schwer sein, einfach nur eine ganz normale, einfache Insignie der Sonne reinzusammeln, oder? So. Next Glocke.
Die nächste Glocke finden wir genau gegenüber von der anderen Glocke. Wer hätte es gedacht? So. Dann sind wir eigentlich schon fast fertig in Isla Delfino. Und das Gute ist, wir müssen dann nicht irgendwie wieder aufs Dach. Nein, 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 nein. Wir müssen dann nur einfach an eine ganz normale, ein Tunnelsystem finden. Und dieses Tunnelsystem bringt uns genau dann dahin. Und da ist dann die Insignia der Sonne. Ich freue mich. So. Insignia. Die geht jetzt nach unten. Und mal, ich dachte, als ich das erste Mal das gespielt habe, dass ich diese Insignia der Sonne niemals kriegen werde. Aber ich habe mich verschätzt und ich gehe einfach hier rein und da rein. So, zack, und hol mir jetzt die Insignia. Insignia der Sonne. 34. Yes. Bravissimo. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir denn, you? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Yoshi! Wir können noch was mit Yoshi schnell machen. Yoshi! Yoshi! Wo bist du denn schon wieder? Oh, nee, das ist jetzt langsam alt. So. Zack. Wupp dich. Was haben wir denn? Was willst du denn diesmal haben? Eine Kokosnuss! Du willst eine Kokosnuss haben. Berichten zufolge wurde ein verwaistes Yoshi-Ei auf einem Dach gesehen. Diese Meldung ist jedoch nicht bestätigt worden. Warum, verstehen sehen Sie bald. Und zwar in Galileo Mystery. 1, 2 und 3! So, 1, 2 und 3! Und 1, 2 und 3! Ja, ja, das ist... Aber dass Mario schwitzt, wenn er so eine komische Kokosnuss mit sich mitschleppt. Und die Kokosnuss ist irgendwie so voll groß gemacht. So, Yoshi. Hier hast du eine Kokosnuss. Kokosnuss. Yoshi! So. Ich könnte jetzt eigentlich auch schon wieder mal in 1, 2, 3... So, fast drei Welten wieder reingehen. Aber... Oh, wir können ja noch eine ganz einfache mal Insignie holen. Die habe ich ja total vergessen. Die könnte ich eigentlich noch schnell holen. Mario, glaube ich, hoch. So, einfach mal hier rüber. Dann darüber. Und einfach mal bucken. Und da ist wieder eine blaue Münze. Speichern. So, das Einzige, was mit Yoshi nächsten schon irgendwann mal ein bisschen scheiße wird, ist nämlich mit Yoshi auf diese kleine Insel rüberzukommen. Und dann halt einmal kurz mal, ja, wie sagt man so schön... Das ist nämlich auch so ein Schleimi wie gerade eben gewesen und das muss man dann wegmachen. Und der ganze Weg mit Yoshi ist scheiße. Ja, wir müssen nämlich über Dings uns bewegen. Über diese ganzen Schiffe, die da kommen. Theoretisch könnte ich das eigentlich auch mal probieren, aber ich habe irgendwie keine Lust drauf. Yoshi, du machst jetzt hier alleine weiter. Und was? Palma-Statue wurde diese geheimnisvolles, also Kisten entdeckt. Kisten entdeckt? Nochmal, sag nochmal bitte. Was hast du gerade gesagt? Kurznachrichten. In der Nähe von Piazza Delfinos großer... Ach so, das war die. Ach so, ja, 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 ja. Okay, ich wollte gerade sagen, hä, was meint der jetzt? So, das ist jetzt der letzte Stern, den wir holen werden. Der ist jetzt nicht so schwer. Und Arschbombe, nein, Mann, no! Ey Mario, wir sind kurz vor Ende des Parts, dann wollen wir noch einen einzigen Stern holen und du versaust die ganze Kacke wieder. Wunderbar, der Stern ist da und die Insignia besser gesagt und die holen wir uns jetzt auch nochmal. Und im nächsten Part werden wir dann nochmal ein paar andere Insignien holen. Und 1, 2, 3, hoppi, super, klasse. Wenn ich jetzt einfach mal überlege, dann würde ich erst 45 Sachen haben und das wäre irgendwie scheiße. Deswegen machen wir das anders. Auch wenn ich jetzt Dings sammeln würde. Also, okay Leute, egal. Wir machen es jetzt so. Ich beende den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und sage ich mal wieder, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und vorbeischauen. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Schau doch mal nächste Mal wieder rein zu einem neuen Part. Tschüss. Tschüssi.